Hallöchen da draußen und willkommen hier zurück zu Die Siedler, das Erbe der Könige. Der letzte Part war ja schon etwas älter, die Aufnahme, die ich jetzt hochgeladen habe. Und jetzt, diesen Part hier, geht es mir wieder besser. Ich war ja krank und... aber ich fühle mich wieder gut. Also, war halt eine Grippe, ne? Die ging fast 2 Wochen. Also über 2 Wochen, so eigentlich über 2 Wochen. Die Nase war noch verstopft. Ja, 2,5 Wochen war die Nase zu. Und jetzt so die letzten 2 Tage geht es mir eigentlich besser. Und ja, jetzt habe ich gedacht, jetzt werde ich auch mal wieder ein bisschen aufnehmen. Ihr habt mich bestimmt schon vermisst hier. Und habe bestimmt schon gedacht, oh je, der Rufnex, der hört auf mit Let's Plays. Ach, was von wegen, das könnt ihr gleich mal vergessen hier, Leute. So, wir müssen jetzt gucken, wo waren wir letztes Mal stehen geblieben. Okay, bei uns ist voll. Die Bevölkerung ist voll. Was machen wir jetzt? Der Tag der Abrechnung. Jetzt müssen wir eigentlich... ich weiß nicht, ob mir noch irgendwo hier... hier ist der Händler. Ich glaube, der verkauft uns doch noch ein bisschen was, ne? Wir bekommen 1500 Schwefel, wenn wir 2000 Lehm denn bezahlen. Das hätten wir sogar. Und ich glaube, das machen wir auch. So. Okay, jetzt haben wir nämlich Schwefel. Das ist gut. Dann können wir nämlich auch gleich schauen, können wir eine Alchemistenhütte machen? Dürfen wir das denn schon? Weil ich glaube, wir haben noch keine, ne? Nee, das fehlt uns noch. Ja, dann würde ich mich mal sagen, machen wir mal eine. Nur wohin am besten, weil wir brauchen natürlich ein bisschen Platz hier, Wohnhaus. Da können wir noch ein bisschen was ausbauen hier. Dann müssen wir wahrscheinlich noch eine Kneipe irgendwo hin basteln. Aber gern. Machen wir es mal hier hin. Wir haben Sägewerk. Fehlt uns denn noch ein bisschen was? Eine Ziegelhütte haben wir hier. Ziegelhütte. Sägewerk. Schmiede haben wir. Haben wir auch was für einen Stein? Ne, für ein Steinmetz haben wir noch nichts, ne? Sollten wir vielleicht auch noch machen. Steinmetzhütte. Ja. Setzen wir mal dahin. Da können wir vielleicht hier gerade mal noch ausbauen. Dun, 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 dun. So. Sehr schön. Hier bei der Universität. Pavillon, Ausbau von mittleren Wohnhäusern. Zahltag. Das sind alles Pikenträger, ne? Ja, weil da brauchen wir nämlich Eisen. Und Eisen haben wir ein bisschen wenig. Und die Pikenträger haben wir komplett ausgebaut. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Hier bei der Schmiede. Von Schwertkämpfern. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Grobschmiede, wie kriegen wir die? Legierungen brauchen wir. Machen wir mal die Legierungen, dass wir die noch ein bisschen ausbauen. Fertig. Dass wir da ein bisschen stärkere haben. So, das haben wir schon gemacht hier. Die Speerträger können wir richtig schön hochpushen. Weil die sind ja gut gegen Einheiten, glaube ich, ne, die Speerträger. Stark gegen Kavallerien, schwach gegen Schwertkämpfer. Wenn die natürlich mit Schwertkämpfer kommen, da haben wir ein Problem. Da sollten wir doch noch ein bisschen die Schwertkämpfer hochpushen. Kriegen wir ein bisschen Eisen hier zusammen? Nee, Stein dürfen wir nicht kaufen. Scheiße, wir dürfen... ah, Mann, ey, Taler. Shit. Das ist doch zum Kotzen, ey. Wir dürfen Taler holen, aber kein Eisen, ne? Das ist natürlich klar. So, jetzt ist unsere Bevölkerungsanzahl zu hoch. Jetzt geht's da nicht mehr weiter. Dann machen wir noch die Legierung fertig. Hauen wir hier noch ein bisschen was raus. Da können wir nämlich die noch ein bisschen abhärten hier, unsere Jungs. Das ist aus mit so einem Haupthaus. Das ist schon weit genug ausgebaut.
Ja, es hat schon einer bei YouTube geschrieben, die letzte Mission wird richtig heftig und ob ich noch Add-ons habe. Add-ons habe ich leider keine für das Spiel. Steuern und Sold werden gezahlt. Das tut mir wirklich leid. Metallurgie. Eisen 400, Schwefel 400, okay. Müssen wir die Schmiede noch ausbauen? Oh je, jetzt geht das Eisen wieder aus. Scheiße. Gut. Ja, dann können wir eigentlich nur noch angreifen. Wenn ich das hier noch erledigt habe, dann ist erstmal vorbei hier. Denn wir brauchen wieder Platz für unsere Siedler. Wir haben hier nämlich gar keinen Platz mehr. Ich weiß gar nicht, wo haben denn überall die Gebäude eingenommen? Das Gebäude ist ausgebaut. Stadtzentrum. Achso, da ist ja das Stadtzentrum. Wir haben nur eins. Das ist ein bisschen zu wenig. So, wattiertes Leder. Machen wir auch noch. Aber ich denke, so lang können wir eigentlich mal hier aufmachen. Ich hoffe, dass wir es überleben werden. Wo ist unser Pilgrim? Pilgrim, hau mal die Bombe dahin. Hau mal das Zeug hier weg. Das gibt ein feines Feuerwerk. Dass wir hier ans Eisen und alles kommen. Die Sprengung der Steine eröffnet euch einen Weg zu neuen Rohstoffen und möglichen Verbündeten. Allerdings hat die Explosion die Aufmerksamkeit von Mordreds Schergen erweckt. Aus dieser Richtung droht ab jetzt große Gefahr. Aber auch die Gegend im Osten ist nicht wirklich ein friedliches Idyll. Ihr solltet mit Angriffen jederzeit rechnen. Okay, also hier kommen jetzt jederzeit Angriffe. Eure Arbeiter zahlen ihre Steuern. Was wir noch machen könnten, ist hier vielleicht mit ein paar Leuten ein paar Türmchen hinbauen. Sodass wir vielleicht ein bisschen geschützter sind hier. Ja. Vielleicht einmal hier eins und einmal da drüben noch eins. So, dass sie sich gegenseitig ein bisschen helfen. Wie ihr wünscht. Dann werden wir mal unsere Jungs hier hinstellen. Hier gibt es nämlich einen Steinbruch. So soll es sein. Pilgrim, glauben wir den mal an hier. Seid gegrüßt. Wenn ihr euer Volk vermehren wollt oder vor Aggression zurückschreckt, habe ich einen Tipp für euch. Der Dorfälteste der Siedlung östlich von hier ist in Besitz eines uralten Schlüssels. Ich habe nun durch Zufall erfahren, dass er für den seit Ewigkeiten verschlossenen Zugang zum Dorfzentrum im Süden passt. Diese Hintertür ist sicherlich gefahrloser als der Hauptpfad. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. So, wir sind schon angegriffen. Scheiße. Uiuiuiui. Und das nicht mal schlecht hier. Okay. Ein Alchemist beginnt seine Arbeit. Die Erforschung einer neuen Technologie. Und sie kommen sogar mit Kanonen. Ein Stein tritt in eure Dienste. Heilige Scheiße. Das ist mir jetzt mal nicht schlecht hier, ne? Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja, machen wir gleich. Ist in großer Gefahr. Sobald wir hier mal durch sind. Ja, aber sie halten schon, glaube ich, ein bisschen mehr aus. Was brauchen wir? Benötigt, was jetzt wieder? Feinschmiede. Eine Feinschmiede benötigt die Metallurgie. Okay, hauen wir die mal rein. Es gibt nicht genug zu essen. Ich glaube, unsere Einheiten haben das gut überlebt. Und wir holen uns das Eisenbergwerk. Ich hab getan, was ihr wolltet. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durch. Ja, suchen wir mal hier. Unser Türmchen ausbauen. Aber gern. Okay. Ja, nicht genug Wohnhäuser, ist klar. Schon mal daran gedacht, ein paar Betten mehr zur Verfügung zu stellen? Brauchen wir noch ein paar Betten? Ich habe nämlich keins. Dann können wir doch hier ein bisschen was ausbauen. Jetzt warte mal ab hier.
Kraft hat der hier und den Bauernhof. Bauen wir das mal aus und mal versuchen wir mal, ob wir hier ein bisschen mehr Platz reinkriegen. Das Gebäude ist ausgebaut. So, hier, das ist gefallen. Machen wir doch gerade mal eine Mine drauf. Ist zwar nicht mehr viel, aber für uns reicht es. Genau die richtigen. Sofort. Ich weiß nicht, was für eine Gefahr von hier oben kommen wird. Aber wir lassen mal den Pilgrim hier stehen. So. Ich tue mein Bestes. Ja! Aha. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Eure so, wir werden das Dorfzentrum uns holen. Nicht genug Essen. Ist egal, ob das hier zu gefährlich ist oder nicht. Oh, Scheiße. Ihr werdet angegriffen. Dafür das ist nicht gut. Genau die richtigen. Also gut, doch nochmal weg hier. Scheiße. Weil hier Kanonentürme stehen. Das ist nicht gut. Es ist Zahltag. Scheiße. Wir kümmern uns darum. Gern. Also müssen wir unsere Jungs hier erstmal weglassen. Die Ballistatürme stehen hier gut. Wir haben aber zu wenig Eisen noch. Wird Zeit, dass die Eisengrube fertig wird. Das kann ich. Wie immer noch zu wenig. Kann kein freies Bett finden. Ach, wegen den hier. Wozu bezahle ich meine Steuern? Ja, klar. Moment. Moment. Das regeln wir gleich. Euer Dorf wird angegriffen. Wie, unser Dorf wird angegriffen? Nichts lieber als das. Ich tue mein Bestes. Fertig. Der greift an. So soll es sein. Attacke! Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaufen. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Machen wir die mal platt hier. Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. Wir müssen nur aufpassen, dass die nicht auf uns schießen anfangen hier. Genau, durch den Gutshof, aber nur auf dieser einen Seite bitte. Und nicht so weit, weil sonst schießt nämlich die Kanone auf uns. Das wäre nicht so gesund. Ein Hof. Ein Held ist in großer Gefahr. Ja! So. Was denn? Wie, wo, was? Setzen wir die mal auf die 1. Es ist Zahltag. So, das war's mit dem. Und die Bergmann hier brauchen natürlich auch noch ein bisschen. Elias, heil uns mal kurz. Geht mit dem Segen des Herrn. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Baut mehr Bauernhöfe, um welche Kanone schießt? Versorgen können. Ach Mist. Ach, das ist die da. Verteidigt das ist die. Ihr werdet angegriffen. Okay. Das ist schlecht. Das ist denkbar sehr schlecht hier. Da werden wir wahrscheinlich erstmal nicht durchkommen. Das ist scheiße so. Wie machen wir das am besten? Helias, probier mal den hier zu bekehren. Folge der gerechten Sache und deine Sünden seien dir vergeben. Scheiße, ich glaube, wenn sie auf ihn schießen, dann wird das nix. Verteidigt euch, ihr werdet angegriffen. Ja, dann kriegen die Kanone nämlich nicht. Ich glaube, ich werde mal die Pikenträger wieder etwas. Helias unterlag und ist bewusst. Sind belegt, aufhängen den Granaten. Aber es gibt noch obdachlose Siedler. Alle Bauernhöfe sind belegt. Einiges. Einige Scheiße. Aber wie viel haben die denn noch von denen? Aber hallo. Ihr werdet angegriffen. Attacke.
weniger. Bis in den Tod! Es ist Zahltag. Okay. Sofort! Ich tue mein Bestes. Können wir noch den Helias wieder beleben? Ah, Leute, nein, nicht hierher. Ja, nicht hier. Ich tue mein Bestes. Wir können mal wie versuchen, ob wünscht. Wir die Kanonen hier vielleicht wegkriegen. Feinde greifen euch an. Für Ruhm und Ehre. Das wird nicht einfach, aber... Vielleicht kriegen wir den Kanonenturm hier zum Fall. Großen Verlusten müssen wir rechnen. Aber wir haben es geschafft. So, ich glaube, ich mache mal neue Helden bzw. neue Einheiten. Helias unterlag und ist bewusstlos. Machen wir mal drei Stück. Ihr werdet angegriffen. Ja. Seid unbesorgt. Wir müssen wieder vor. Das kann ich. Das euer Wunsch ist mir Befehl. Wir müssen flüchten. Helias liegt hier im Dreck rum. Scheiße. Ey, wieso? Hier ist wieder alles voll. Die Verfressenen. So, dann schicken wir die mal runter hier. Das kann ich. Sofort. In Ordnung. So. Gut. Okay, gegen die haben wir wenigstens eine Chance hier. Und die anderen holen wir auch noch mal ein paar später. Einer eurer Helden steht in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Wo fehlt's denn jetzt noch? Das Gebäude ist ausgebaut. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächten. Immer noch. Ich bin müde. Ach, diese Bergmänner hier. Kein freies Bett finden. Wozu bezahlen wir eine Steuer? Baut mehr Bauernhöfe. Müssen wir noch ein paar Bauernhöfe und Siedler versorgen zu können. Ein paar. In eurer Stadt ist kein Platz mehr für weitere Siedler. So, machen wir es so. Ja. Passt schon. Ach so, sind wir schon wieder voll besetzt hier. So soll es sein. Ja, dann wird es Zeit, dass wir Platz machen. Angriff! Attacke! Feinde greifen euch an. Zu Hause weg. Lehrt sie das Fürchten! Und bleibt hier! Ergreift sie! Spürt meine Klinge! Ja. Bisschen mal den Zorn von denen hier. Also, der liegt wieder am Boden hier. Flieht! Ja, flieht so weit. Der Kerberos geht ab. Ja, mein Herr. So, und jetzt holen wir uns das Türmchen hier. Für Ruhm und Ehre. Alter. Alter, das kann ja nicht wahr sein. Die haben hier schon wieder 2000 Kanonen und was weiß ich was. Ja. Heilige Scheiße. Wie ihr befehlt. Zurück. Rückzug. Ich tue mein Bestes. Hey, das darf ja nicht wahr sein, oder? Boah. Steuern und Sonntag bezahlt. Das gibt's ja nicht. Hey, lass meine Eisengrube in Ruhe. Fertig, Meister. Na komm, holt sie euch. Macht sie platt. Wir haben einfach zu wenig Eisen hier. Wir müssen mal die noch ausbauen. Das können wir auch mal gleich machen. Aus und den auch gleich. Fertig, Meister. Bauernhof hier. Wie jetzt? Ach, uns fehlt ein Arbeiter. Wieso fehlt uns jetzt schon wieder ein Arbeiter? Dafür sind wir genau die Richtigen.
Komm, jetzt mach den Turm kaputt. Nur Mut. Erstmal die Leibeigenen. Wir werden siegen. Feinde haben einen Held attackiert. Das Gebäude ist ausgebaut. So, macht sie platt, komm. Wieso kommt da keiner rein? Achso, das ist noch am Ausbauen. Ausbau vollbracht. Alle Bauernhöfe sind belegt. Einige Siedler haben nichts zu essen. Das kann die gehen. Ausbau vollbracht. Das kann ich so vergessen. So geht das nicht. Gern. Der liegt immer noch im Dreck, Helias. Muss mal ein paar noch. Lasst hier. Mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Feinde haben einen Held attackiert. Der Tag der. Ich möchte aber gern wissen, woher die so viel Material haben. Ich könnte schwören, ich habe gerade so eine sind. Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Komm weg. Dort oben im Baum. Ja, Herr. So. Das ist wirklich gefährlich hier, aber. Wenn ich vielleicht ein bisschen mehr Eisen abbauen könnte, wo fehlt's? Ich habe Hunger. Aber alle Bauernhöfe sind schon voll. Ein Bauer will in den Bauernhof. Und beschwert sich, dass alle voll sind, oder was? Er wollte mich verarschen. Feinde greifen euch an. Ach, leck mich doch. So. Aber Hauptsache ihr habt alle Platz, das ist gut. Ein Bauer, der eh im Bauernhof arbeitet, hat keinen Platz. Das ist lustig. So, Dario. Feinde haben einen Held attackiert. Nee, ich nehme mal den Pilgrim und werd mal. Betrachtet die Sache als erledigt. In die Richtung hier pilgern. Wenn ihr meint. Mal gucken, ob da Freund oder Feind ist oder wie auch immer. Schauen wie wir mal. Ihr wünscht. Wird gemacht. Gut. Im Osten sei ja noch ein Dorf irgendwie. Ja. Wenn ihr meint. Hallo, Priester. Wird gemacht. Sind friedlich. Wenn ihr meint. Wie ihr wünscht. Ja, ist gut. Ja? Betrachtet die Sache als erledigt. Wie ihr wünscht. Die sind friedlich, betrachtet ne? Betrachtet die Sache als erledigt. Gut. Vielleicht können wir die als Verbündete für uns gewinnen. Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Wie ihr wünscht. Wo ist denn hier der Bürgermeister? Wie ihr wünscht. Oder der Chef? Ah, hier, guck ja, mal, hier, Chef ist da. Seid gegrüßt, edle Herren. Ich habe hier den Schlüssel. Den Schlüssel zu Mordreds Dorfzentrum. Als Gegenleistung verlange ich einige hübsche Statuen von euch. Baut sie direkt an meinen Brunnen hier. Entschuldigung, hatte gerade einen Schluck auf. Um Mordreds Dorfzentrum friedlich zu erreichen, baue Zielobjekte um den Brunnen von Stone Valley. Okay. Bauen wir hier ein paar. Oh, scheiße. Nee. Sollen wir ein paar Blümchen setzen oder? Die Motivation. Komm, wir machen mal ein paar Blümchen hin. Ja. Einmal hier. Dann machen wir noch mal ein bisschen was hier. Auf Feinde gestoßen. Windrad. Brunnen haben sie schon. Kameraden. Machen wir noch einen Kameraden hin. Wir müssen hier aufpassen, dass wir nicht überrannt werden. So, ein paar Leibeigene müssen wir noch ein bisschen was arbeiten schicken. Und zwar kriegen wir noch ein bisschen Holz irgendwo. Bevor uns das nämlich ausgeht. Jo. Sollten wir die nämlich noch ein bisschen Holz hacken. Aber gern. Wäre schlecht. Einer eurer Helden wird angegriffen. Wird der angegriffen? Nee.
Aber bleib doch mal bitte hier. Es ist Zeittag. Jawohl. Es bringt doch nichts, wenn du stirbst. So, dann müssen wir vielleicht mal ein bisschen was kaufen noch. Ah ne, Eisen kann ich ja gar nicht kaufen. Ich wollte nicht gerade sagen, ich will Eisen kaufen. Aber Schwefel und Eisen ist gesperrt. Das kriegen wir nicht. So, ein paar Monumente für unseren Verbündeten. Meister. Gehen wir jetzt? Immer noch nicht? Scheiße. Also komm, wir bekommen noch das hier. Natürlich. Grimm. Betrachte die Sache als erledigt. Ja. Sollen wir da noch einen Brunnen hinlaufen? Den Brunnen hat er doch schon. Hey, du Arsch! Errichtet Statuen. Wie viel? Macht das doch? Baut 4 Zielobjekte um den Brunnen herum. Okay. Meins. Warum noch einen Brunnen an den Brunnen? Kein Problem. So. Danke, danke für eure Hilfe. Ich habe euch den Weg zum Mordreds Dorfzentrum geöffnet. Ihr kommt nun ohne Kampf dorthin. Möget ihr erfolgreich sein in eurer Aufgabe. Ja, danke schön. Ihr werdet angegriffen. Denn das brauchen wir jetzt nämlich. Boah, die Nieren. Oh, shit. Das hat hier so keinen Wert. Wir müssen hier kann ich jetzt Feierabend. Türme machen. Der Rohstoff in einer eurer Eisenschächte geht zur Neige. Ja, ich weiß. Ja, die kommen hier nicht durch. Ari liegt am Boden. Was macht ihr da? Sie greifen an. Ihr werdet doch getötet, verdammt! Geht doch nicht dahin. Lasst das Türmchen das übernehmen. So. Die haben sich eben verpisst, seht ihr? So, und ich kann nur mit Pilgrim. Ja, ist gut. Jawohl! Also greift das Ding mal an hier. Ach, das ist gar nicht hier drin. Sowas. Wo sind meine Jungs? Ah, das sind alle. Gut. Was ist denn eigentlich der Auftrag? Also wir müssen Dorf entstehen. Aufgabe, die Anzahl der zivilen Arbeiter muss größer als werden. Oder entdeckt ein zweites Dorf zum besetztes. Leibeigenen Soldaten zählen nicht zur Anzahl der zivilen Arbeiter dazu. Die aktuelle Zahl der Arbeiter kann der Statistik kontrolliert werden. Einwohnerstatistik. Arbeiter 79. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Aha, die Leibeigenen kommen. Hey. Bestimmt, weil ich das gerade angreifen tue hier. Feinde haben einen Arbeiter attackiert. Dafür sind wir genau die Richtigen. Ich tue mein Bestes. Moment. Sofort. Nein! Sie haben einen Arbeiter von mir attackiert. Verdammt nochmal. Boah, verdammt. Fuck you, ey. Fuck, man, ihr blöden Wichser, ihr. Hab ich sie alle aufgehalten? Ja, Mann. Nein, da ist einer durchgekommen. Zwei. Wenn ihr meint? Ich glaube, ich sollte vielleicht ein bisschen härter. Auf sie!
aber mit dem Meer so sicher sollte ich haben. Feinde greifen ihn an. Jawohl. Da drüben. Nur Mut! Wir werden siegen! So. Heilige Scheiße, das schien immer mehr, ne? So. Es kommen schon wieder die dreckigen Schweine, ey. Knallen ab! Nein! Er überlebt es! Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Vielleicht sollte ich hier drin so ein Ding bauen. So ein Türmchen. Genau. Und da schießt nämlich das Türmchen bestimmt auch da drauf. Ari wurde überwältigt. Ich wollte gerade sagen, der Erik stirbt jetzt, aber Ari stirbt als erstes. Die hält halt auch nicht so viel aus, die alte Mann. Erik war unterlegen und ist bewusstlos. Scheiße, ich glaube, ich sollte mal ein paar Einheiten noch machen. Ein Held ist in großer Gefahr. So. Ey! Dario liegt bewusstlos auf dem Schlachtfeld. Scheiße, jetzt wird's aber... Das ist überhaupt nicht geil jetzt hier. So soll es sein. Das kotzt mich jetzt aber ganz schön an. Ich. Alter Falter, was ist denn das für eine Scheiße hier jetzt? Verpisst euch mit euren Kanonen hier. Ah, das darf doch nicht wahr sein. Weg jetzt! Nein! Seid unbesorgt. Einer eurer komm, wir müssen sie rüberziehen. Komm, komm. Das geht so nicht. Ja, Herr. Zieht sich hier rüber. Und jetzt brauchen wir noch ein paar hier unten. Ja. Alles weg. Ihr seid uns doch nicht annähernd gewachsen. Ari muss ihre Leute noch rufen. Geht nicht. Scheiße. Dario liegt bewusstlos auf dem Schlachtfeld. Ey, das darf doch nicht wahr sein. Mach sie nieder! Wie ihr wünscht. Auf sie! Ihr werdet angegriffen. Ja. So, macht sie fertig. Ja, da kommen wir mal von denen. Ausbau fertig. So, schnell, schnell, schnell. Was? Die sind schon in meiner Mühle. Shit. Alter. Gebt acht, euer Dorf wird angegriffen. Ihr habt mich überzeugt. Hier, euer Ersatzteil. Mit der Wettermaschine solltet ihr euch den Pfad in den Norden ebnen können. Das Relikt scheint allerdings gut bewacht zu sein. Lasst den Übergang in den Norden gefrieren. Okay. Und wir können auch ein Kanonenturm machen. Eure Bauernhöfe produzieren nicht Scheiße. Genug Essen. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Ja, das ist eh bald hier vorbei. Dann ist eh nicht so schlimm. Auf jeden Fall Auftrag. Nutzt die Wettermaschine, um den Weg nach Norden zu ebnen. Okay. Wir machen jetzt hier zu. Wir gehen hoch. Ja, mein Herr. Den lassen wir da unten liegen, der hat es jetzt halt hinter wie sich. Ihr wünscht. Ne, wir machen das jetzt so am besten. Wir werden jetzt hier alles aufgeben. Ist ja klar, hier gibt es eh nicht mehr viel. Wir werden nun versuchen, eine Wettermaschine zu bauen. Von Rohstoffen her sieht es ja gut aus bei uns. Wir werden uns da einer oben Eisenschächte ist erschöpft. Verteidigen. Eisenschacht ist jetzt nämlich erschöpft. Wir können das hier jetzt nämlich so lassen, wie es ist. Ja, mein Herr.
wie ihr wünscht. Und werden nun hier oben zumachen. Wir werden hier jeweils einen Kanonenturm draus machen. Und auch hier einen Kanonenturm draus machen. So, zur Verteidigung. Ich hoffe, das bringt auch was. Weil der Leibeigene muss hier natürlich noch fertig machen. Ja! Ausbau vollbracht. Ich hoffe, dass das Tor hier geschlossen bleibt. Genau die richtigen. Ja, mein Herr. Das kann ich. Es gibt nicht genug zu essen. Das Gebäude ist ausgebaut. So. Euer Dorf wird angegriffen. Lasse sie angreifen, kein Problem. Ja. Das werden wir gleich ausbauen. Und wir sehen uns dann wieder im nächsten Part. Tschüss.